Guten Tag, Herr Aust. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wir beide werden heute Ihr Buch vorstellen, eine Autobiografie. Sie heißt Zeitreise, ist im Piper Verlag erschienen und ist 650 Seiten oder ein bisschen mehr sogar dick. Also man sieht schon, Sie haben was zu erzählen. Und das ist auch so, denn Sie zeigen ein Panorama bundesdeutscher und internationaler Politik. An prominenter Stelle waren Sie oft. Sie selbst sind 46 in Stade geboren. Möchte ich Sie als Was war Autor das dann, nochmal? ja? Ich hoffe, das stimmt. Sie waren von 1994 bis 2008 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Und Sie sind seit 2014 Herausgeber der Tageszeitung Die Welt im Springer Verlag. Sie haben viele Bücher geschrieben, ich sage nur ein paar, Bader-Meinhof-Komplex. Sie haben zum Terrorangriff im 9/11 in New York geschrieben. Und das Neueste ist, glaube ich, ein Buch über die scheidende Kanzlerin, wenn ich es richtig Nein, ist. Nein, 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 nicht. das ist kein Buch. Das ist eine fünfteilige Fernsehserie, die ich mit einer alten Kollegin von Spiegel TV, Katrin Klocke, gemeinsam gemacht habe. Fünf Teile. Gut, dann sind Buch wir habe ich schon. nicht darüber geschrieben. Darüber Okay, gibt es das auch können schon Sie aber genügend noch. Bücher. Nein, nein, nein. Nein, Also, nein, wir sind nein. ein halbes Jahr mit Frau Merkel im Schneiderraum, reicht dann. Oh, okay. Gut, dann bleiben wir mal bei Ihrem Buch. Der Titel Zeitreise, haben Sie den gewählt oder ist das jetzt eine. Ja. Ja? Es war ursprünglich eigentlich auch so, dass ich keine Autobiografie schreiben wollte, sondern ich wollte ein Buch schreiben, dessen Titel sollte sein Zeitreise und der Untertitel sollte sein Beobachtungen am Rande der Geschichte. Das heißt, ich wollte eigentlich mich längs schreiben an den Erlebnissen, den Erfahrungen, den Filmen, die ich gemacht habe, den Artikeln, die ich geschrieben habe, den Büchern, die ich gemacht habe, den Recherchen, hinter denen ich hergelaufen bin, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Das heißt, ich wollte eigentlich an meinem Lebenslauf längs die Geschichten erzählen, mit denen ich mich befasst habe. Aber naja, ich kann das ja auch verstehen, wenn der Verlag dann sagte, ja, es muss auch so ein bisschen mehr so in Richtung Autobiografie gehen. In gewissem Sinn ist es ja auch, denn was anderes als zu arbeiten, habe ich ja im Leben auch nicht gemacht. Nun ist es so, wenn Sie sagen, am Rande der Geschichte hätten Sie gerne den Untertitel gehabt, da hätten Sie aber dann schon Ihr Licht unter den Scheffel gestellt und zwar Nee. ganz. Nein, finden Sie Nein, nicht? nein, ich finde, man darf sich als Journalist, und das ist jetzt keine sozusagen unterdrückte Eitelkeit, ich glaube, man darf sich selbst nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen, sondern muss die Position, die man als Journalist eigentlich haben sollte, jedenfalls so wie ich das sehe, das können Leute auch anders sehen, dass man dabei ist, dass man es beschreibt. Natürlich ist man manchmal dadurch, dass man dabei ist, wirkt man auch irgendwie ein. Das ist ja klar, wie jedes Kamerateam, das irgendwo bei einem Ereignis ist, auch das Ereignis ein kleines Stück beeinflusst. Gibt es ein paar interessante, also gerade in meiner Laufbahn, ein paar interessante Erfahrungen damit. Aber eigentlich glaube ich, sollte man so, jedenfalls habe ich das gesehen, ich stehe am Rande der Straße und beobachte, was da auf der Straße passiert. Dann erklären Sie mir doch mal, wie kommt es eigentlich, dass ein Mensch immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dort auch die richtigen Leute trifft? Zufall. Zufall, Es Glück? ist ja, oder auch Pech, nicht? Also das kommt darauf an, wie das Ereignis nun tatsächlich gewesen ist. Das hat als erstes mal was damit zu tun, wenn Sie sich mal umdrehen und diese vielen Punkte sehen. Wenn Sie bei jedem Punkt dabei sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal irgendwas passiert, relativ groß. Wenn Sie nur am jedem zehnten Punkt dabei sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß. Also Sie müssen schon viel unterwegs sein und viele verschiedene Dinge tun und sich an vielen Sachen beteiligen und dabei sein. Damit, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, relativ groß ist, dass da auch mal was passiert. Aber es ist in der Tat so, dass ich mich sehr häufig sehr gewundert habe. Jetzt bist du da gewesen und plötzlich hast du den und den getroffen oder die und die und das Ereignis war gerade. Wie kann das eigentlich sein? Es ist schon wirklich sehr merkwürdig. Und wenn man so zurückblickt, jedenfalls für mich war das so, dass ich mich sehr häufig wirklich gewundert habe, welche Zufälle dazu geführt haben, dass etwas ganz anderes passiert, was man gar nicht erwartet hat. Also es ist immer so eine Kette von Ereignissen. Und manchmal ist man auch Teil einer Kette von Ereignissen, ohne dass man es eigentlich angestrebt hat und auf irgendeine Weise versucht hat zu planen. Es ist unglaublich viel Zufall, nicht? Also vorwärts gesehen ist das Leben Zufall, rückwärts gesehen sieht es immer aus, als sei Planung dahinter. Ihr Buch ist im Mai erschienen.
Es ist besprochen worden und mir ist aufgefallen, dass es Kritiker gab, die gesagt haben, ja, da ist viel Zeitgeschichte drin, aber irgendwo, wo ist denn dieser Mensch? Stefan Aust, ich selber habe das Buch gelesen und habe dann in der Mitte einen Bildteil gefunden. Mhm. Der hat mich sehr angenehm überrascht, weil sie genau viele Bilder aus ihrem Privatleben ausgesucht haben. Es ist ihre Familie zu sehen, mhm, und es sind natürlich Pferde zu sehen. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, welchen Einfluss hat dieses Privatleben und dieser schöne Reitsport, sie haben ja auch einen Reitstall, mhm, also diese Beziehung auch zum Tier, welche Auswirkungen hat das auf so ein Berufsleben, wie Sie es auch gelebt haben? Naja, man muss ja sehen, wo ich herkomme. Also ich komme von einem kleinen Bauernhof und da hatten wir Pferde, da hatten wir Kühe. Und als die Kühe bei der, 6 Stück übrigens, als sie bei der Sturmflutkatastrophe 1962, wir waren da im Außendeich, ertrunken sind, und wir keine Kühe mehr hatten, da haben wir die Weiden, die wir hatten, einem befreundeten Augenarzt aus Stade gegeben, der seine Ponys dahingestellt hat. Und dann haben wir angefangen, auf diesen Ponys zu reiten. Und dann hatten wir viel Spaß damit und haben meine Eltern dazu gebracht, auch mal ein paar Pferde anzuschaffen, die vorher mal abgeschafft worden waren. Also das heißt, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich hatte auch immer am Wochenende eine gewisse Verantwortung, um mich auch um den Kram da so ein Stück zu kümmern. Das bringt einen sehr häufig auf den Boden wieder zurück. Nicht, dass man, also erstmal sitzt man nicht jedes Wochenende in der Kneipe und säuft sich die Hucke voll oder isst zu viel, sondern hat so eine gewisse Verantwortung, dann auch auf den Hof zu fahren, sich um die Pferde zu kümmern. Wir haben dann mit meinen Brüdern, meinen Schwestern viele Jahre zugebracht am Wochenende, haben Ställe ausgemistet, sind durch den Wald oder früher am Strand an der Elbe geritten. Und das bringt einen immer so ein Stück wieder raus aus dieser merkwürdigen journalistischen oder politischen Welt. Und wenn man sich auf ein Pferd setzt, dann muss man aufpassen, dass man drauf bleibt. Oder wenn man runterfliegt, muss man wieder aufsteigen. Viel frische Luft, viel Bewegung. Also ich glaube, die Energie, die ich im Laufe des Lebens ja irgendwie immer unter Beweis stellen musste, hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich viel körperliche Bewegung hatte, viel frische Luft und ein paar andere Sachen gesehen habe. Ich glaube, das spielte eine gewaltige Rolle und tut es übrigens immer noch. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man sonst wie in so einem Rattenrennen, in so einem Rad ständig dreht und dann eben diese Erdung, die Sie ansprechen, gar nicht mehr bekommen kann. Genau, also ich glaube, also allein dadurch, dass ich auf dem Land auch mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit den Handwerkern rede, habe ich irgendwie so ein Gefühl auch zur arbeitenden Bevölkerung, nicht? Die, mhm, nicht so nur Journalist sind und so tut, als wenn sie arbeitet, sondern Leute, die wirklich mit ihrer Hände arbeiten oder mit ihrem Kopf irgendwie Geld verdienen müssen. Mhm. Dadurch ist mir so der Zugang zu den normalen Leuten nicht so abhanden gekommen, wie es vielleicht bei anderen Leuten der Fall ist, die immer nur theoretisch darüber nachdenken. Gehen wir mal in die Zeitgeschichte nochmal zurück. Was bedeutet für Sie eigentlich das Jahr 1968? Naja, es gibt ein paar Jahre, so wenn ich zurückblicke, die natürlich aufregender gewesen sind als andere Jahre. Und das Jahr 68 gehört natürlich ganz sicher dazu. Erstmal war ich gerade mal so Anfang 20. Dann war ich bei der linken Zeitschrift Konkret, wo Ulrike Meinhof Kolumnistin war. Ich war viel in Berlin, habe die Vertreter der Studentenbewegung da getroffen, habe Rudi Dutschke getroffen und ach, was weiß ich, wen alles in dieser Zeit. Und habe eben gesehen, was das für eine Studentenbewegung war, wie die sich befasst hat mit dem Vietnamkrieg, welche linken Tendenzen verschiedenster Art waren, von, was weiß ich, Marxisten, Leninisten bis hin zu DKP-Anhängern. Manche waren mit der DDR überkreuzt, manche haben mit den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt zusammengearbeitet. Haben das auch zum Teil wirklich sehr verklärt, was sich da abspielte. Und ich habe also diese verschiedenen Bewegungen, auch die Katastrophen, die es gegeben hat, gesehen. Aus nächster Nähe viele Sachen. Also ich war zum Beispiel bei dem Attentat auf Rudi Dutschke, als der niedergeschossen wurde, da war ich einen Abend, ich war vorher mit ihm in Prag beim Prager Frühling gewesen und wir wollten zusammen für Konkret eine Geschichte schreiben. Er kam mit seinem Text mal wieder nicht über, nicht? Also bin ich nach Berlin geflogen, habe mich am Mittwochabend mit ihm getroffen und sagte, ja, ich komme jetzt am Wochenende schon dazu, das fertig zu machen und er müsste nur noch ins SDS-Zentrum fahren und ein paar Unterlagen abholen, die er da gebunkert hatte. Und auf dem Weg dahin, beziehungsweise aus diesem SDS-Zentrum,
um diese Unterlagen zu holen, ist er dann niedergeschossen worden. Ich war auf dem Flughafen und mich wieder zurück. Dann habe ich das ganze Wochenende dann mit Ulrike Meinhof zugebracht, während der Anti-Springer-Demonstrationen auch. Also es war eine sehr aufregende Zeit und da war ich immer ziemlich nahe dran, muss ich wirklich sagen. Sie haben das jetzt gerade so beschrieben, auch mit der linken Zeitschrift konkret und so weiter. Trotzdem schreiben Sie im Buch, Sie seien nie links gewesen. Sie haben beim Spiegel gearbeitet, konkret. Sie kannten sozusagen, den Adel der 68er-Bewegung. Wie kommen Sie darauf zu sagen, Sie seien nie links gewesen? Nein, ich war kein Ideologe und ich, Sie können ja die Frage auch, man kann sie auch anders stellen, was war damals eigentlich links? War die DDR eigentlich links? Das waren viele Leute, die sympathisierend zur DDR waren. Das war ich nie, weil ich gesagt habe, jemand, der seine Bürger einsperrt und eine Mauer baut, der ist für mich völlig indiskutabel. Also war der Begriff links für mich schon, sagen wir mal, etwas problematisiert dadurch. Und ich habe mich nie als politischer Aktivist gesehen, sondern ich habe eigentlich die Welt immer aus einer relativ nüchternen Position betrachtet und wollte sie auch nie irgendwie politisch verändern. Ich habe mich da wirklich zurückgehalten. Das hört sich komisch an, aber ich habe ja bei der Zeitschrift konkret auch deswegen angefangen, weil ich nach der Schule wollte ich eigentlich studieren und das war mir dann irgendwie zu langweilig. Wollte mal mit Betriebswirtschaft anfangen, war ich viermal in der Uni, einmal zum Einschreiben, einmal zum Belegen, einmal zur Vorlesung, einmal zum Sommerfest. Aber es war bei konkret spannend und ich bin da hier hingekommen, weil ich zusammen mit dem jüngeren Bruder des Herausgebers Klaus Rainer Röhl, Ehemann von Ulrike Meinhof, habe ich in Stade Schülerzeitung gemacht und daher kannte ich die alle. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da anfangen wollte und ich war immer, hat man so eine Position gehabt damals. Ich halte es für wichtig, dass es eine solche Zeitung gibt, so eine Zeitschrift gibt. Ich war auch mit manchen Dingen einverstanden, die da standen. Ich war auch ein Gegner des Vietnamkrieges, muss ich sagen. So manche Sympathien für die DDR, die da nicht mehr so waren wie früher, habe ich nicht geteilt und viele andere Dinge auch. Auch was die Gewaltfrage anbetrifft, war ich sehr, 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 sehr skeptisch. Das deutet ja darauf hin, und das schreiben Sie auch mehrfach im Buch mit unterschiedlichen Begriffen, auch diese Skepsis, von der Sie immer sprechen, dass Sie im Buch, dass Sie skeptisch geblieben sind. Jetzt ist es aber so, diese Neutralität, von der Sie sprechen als Journalist, das ist ja nicht mehr en vogue heute. Es ist keine Neutralität. Das heißt, ich habe zu bestimmten Dingen durchaus meine Position gehabt. Manche sind noch dieselben wie früher, manche haben sich auch geändert, aber nur zu einzelnen Themenbereichen. Ich habe nie eine Grundsatzposition gehabt, nach der ich dann mein Urteil verschiedenen Dingen gegenüber eingeordnet habe, weil ich immer sozusagen neu an ein Thema rangehen wollte. Es gibt aber Journalisten, heute junge Journalisten, die das sehr viel stärker einfordern, dass es eben auch keine Skepsis mehr gibt, sondern dass man sich tatsächlich mit einer Sache gemein machen soll, weil es um eine gute Sache geht. Gab es das früher auch schon, dass das gefordert wurde? Ja, natürlich gab es das. Es gab ja Parteizeitungen. Nicht? Es gab, das Vorwärts als SPD-Zeitung. Es gab und gibt es ja immer noch die SPD-Medien, Holding. Dann gab es natürlich auch immer schon Journalisten, die in Parteien waren, die auf einem bestimmten Parteiticket in bestimmten Zeitungen oder auch im Öffentlich-Rechtlichen Karriere gemacht haben. Als ich beim NDR war, bei der Redaktion Panorama, da waren im Grunde die öffentlich-rechtlichen Sender geteilt in zwei Gruppen, je nachdem, welche politischen Parteien in den entsprechenden Bundesländern die Mehrheit hatten. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Das bedeutet also für Sie, dass der Journalismus sich in den letzten Jahren nicht wirklich grundsätzlich verändert hat? Ich glaube, er hat sich verändert, aber Sie haben ja danach gefragt, ob es das früher auch schon gegeben hat. Ja, das hat es früher auch schon gegeben. Aber es gab früher auch einen großen Teil von Journalisten, die sich eben nicht mit einer Partei oder einer Sache gemein gemacht haben. Dieser berühmte Ausspruch vom Tagesschau-Moderator Friedrichs sagte ja, ein Journalist sollte sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit der besten Sache der Welt. So ähnlich habe ich das auch gesehen. Übrigens Rudolf Augstein ganz ähnlich auch. Also von dem habe ich mal in Texten, die er geschrieben hatte, das habe ich dann zitiert in dem Nachruf auf ihn,
wo er gesagt hatte, der Journalist hat nicht die Aufgabe, Wahlen zu gewinnen, Politiker oder Parteien zu promovieren. Wenn er das tut, dann gerät er auf die Verliererstraße. Und da aus diesem Text stammt dieser Satz, schreiben, was ist oder sagen, was ist. Und so habe ich das eigentlich immer gesehen. Denn das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn jemand von vornherein weiß, wo ich politisch stehe oder wo er mich verortet, dann ist es ja keine Überraschung mehr, wenn ich über ein bestimmtes Thema irgendeine bestimmte Darstellung gebe, sondern dann sagt er, ja, der denkt so und so, weil er in der und der Partei, Gruppierung oder sonst was ist. Ich unterschreibe grundsätzlich keine Petitionen, ich bin in keiner Bürgerinitiative, in der Partei sowieso nicht, sondern da halte ich mich immer raus. Das kann aber jeder handhaben, wer will. Ich glaube in der Tat, dass im Augenblick bei den, auch gerade bei jüngeren Journalisten, eine Neigung ist, dass sie in Wirklichkeit eigentlich sich als Aktivisten sehen und dass sie den Journalismus als eine Plattform sehen, wo sie ihre aktivistischen Aktionen am besten publizieren können. Das merkt man übrigens sehr, wenn man sich ansieht, was die Journalisten sozusagen privat an Twitter-Meldungen oder an sonstigen Facebook-Geschichten rausschicken. Da merkt man manchmal noch sehr viel deutlicher, dass sie eigentlich schreiben über eine politische Sache, der sie sich in Wirklichkeit verschrieben haben. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass viele Leute dieses Buch lesen, weil es viele interessante Details hat, die wir jetzt nicht besprechen konnten, aber vielleicht ein anderes Mal wieder. Dankeschön, okay, ich Herr danke, Aust. Ja.